Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir machen weiter. Wieder im Hafengebiet. Und so wie ich es in der letzten Folge gesagt hatte, will ich mal zwei, drei Straßensperren, Schrägstrich Brücken beseitigen bzw. aufbauen. Dazu werde ich den Cetros einfach ganz kurz in die Werkstatt fahren, weil ich den nicht brauche bzw. Jetzt nicht nutzen möchte. Denn ich werde den 8x8 von Ranger benutzen, den ich euch ja in der letzten Folge ganz kurz schon einmal angesagt hatte oder den ich schon einmal kurz gezeigt hatte, so. Und ja, jetzt will ich den halt benutzen, damit ich nicht immer die gleichen nehme, halt, ne? So, wir scrollen einmal nach rechts. Ich habe nicht genug Geld. Das heißt, ich verkaufe einfach den. Ne, das war eindeutig der falsche Knopf. Ich verkaufe den Cetros halt. Ich kann mir den ja jederzeit wieder kaufen. Ich mache ja keinen Minus dadurch. So. Verkaufen. Dann können wir den locker noch aufbauen. Ich werde. Ja, der hat jetzt schon S, ne, und dann S plus mit dem zweiten. Ich werde den zweiten Motor nehmen. Dann ist er auch nicht zu stark, hoffentlich. Wir nehmen das Offroad Pro Getriebe. Natürlich die erhöhte Federung. Alles andere macht im Gelände keinen Sinn. Ja, die Reifen, die sind halt. Ja, leider moddertypisch. Offensichtlich sehr gut. Aber wir werden mal schauen, ob die wirklich zu gut sind oder einfach nur sehr gut eben. So, und jetzt muss ich einmal gucken, weil wir nämlich. Ja, wir haben drei Plätze drauf. Das nutzen wir dann natürlich auch. Und werden uns dazu noch einen Anhänger holen, damit wir auch möglichst viel transportieren können. Ah, wir machen den natürlich in grün. Und das war's auch schon. So, ich möchte jetzt einmal, wie gesagt, hier kurz in den Hafen fahren, hole mir hier einen Anhänger, dass ich die Stahlträger hier hinbringen kann. Und dann ist die Idee, die Brücke, die Aufgabe, das hatte ich beim letzten Mal gesagt, habe ich nicht, das ist natürlich Quatsch, das ist die heißt Flaschenhals. Da brauche ich viermal Holzplanken. Die gibt es aber auf der Map nicht. Was ich noch machen könnte, ist die Mission dann annehmen und gucken, was ich dafür brauche. Ich kann aber auch gleichzeitig für den, ja, was ist das denn? Steinbruch, nicht Steinbruch, naja, für die Straßenblockade. Kann ich gleich einmal gucken, was ich brauche. Da brauche ich noch zweimal Zement und zweimal Betonblöcke. Ich kann zumindest zweimal Zement und einen Betonblock mitnehmen, weil ich brauche ja zweimal Stahlträger. Habe ja dann noch drei Plätze über. Weil es gibt leider keinen Anhänger. Achso, ich markiere mir noch einmal sicherheitshalber den Weg. Wenigstens ein bisschen. Ich fahre auch mit dem hier wieder lang, aber den hoffentlich einfacheren Weg. Und ich markiere mir das nur ganz grob. Ich weiß jetzt schon, das wird wieder die absolute Hölle werden. Aber gut, das ist dann halt mein Problem. Hier oben fahren wir auch demnächst nochmal hin. Da habe ich auch einen Scout schon im Gedanken, den ich dafür nutzen kann. Den kann ich euch dann auch mal zeigen. Aber den will ich vorher einmal ausprobieren, wie der sich so fährt, wie der sich so anstellt und so weiter. Jetzt fahren wir erstmal los hier. Oder das hat hier einen, in Anführungsstrichen, mein Gott, typischer Truck bei der Armee, bei so ziemlich jeder Armee. Vom Aufbau her vier Achsen, zwei davon gelenkt, alle angetrieben, wenn man das möchte. Der im Speziellen hier, der hat ein dauerhaftes Allrad, zuschaltbares Differential, wenn man in Lastgang ist. So wie wir es von SnowRunner halt kennen.
Ich kenne das vielleicht schon. Bleib jetzt am Anfang halt bewusst im Automatikgang, weil ich halt einmal sehen will, wie der sich so anstellt. Weil beschrieben hat das ja mit Offroad Pro. Und was mich persönlich halt immer ein bisschen stört, sind halt auch wieder hier, ne? Das ist ein Offroad Pro Getriebe, was er halt, oder so hat er es genannt. Aber er hat halt nur 4 Gänge reingemacht. Was soll das? Kein Offroad Fahrzeug. Schon gar kein Offroad-LKW, hat nur 4 Gänge. Aber gut. Das ist halt so, und vor allen Dingen ist es ja auch immer Geschmackssache. Ne? Aber es ist halt Tatsache, wenn man mehr Gänge hat, vor allen Dingen in dem Spiel hier, kann man die viel besser abstufen zueinander. Und dementsprechend funktioniert das im Spiel halt auch viel, viel besser. Man kann, naja, man hat halt auf niedrigsten Geschwindigkeiten hat das Spiel mehr Möglichkeiten, verschiedene Gänge zu nutzen, und dementsprechend kann man die wesentlich besser halten. Hat man ja hier am Anfang gemerkt, da ist er noch im 2. Gang gefahren und dann wurde es ihm ein wenig zu steil und dann musste er in den 1. gehen und jetzt hat er halt einfach nicht die Kraft, im 2. zu fahren. Ja, weil der 2. Gang halt so weit weg ist vom 1. sozusagen oder von der Geschwindigkeit, die er gerade schafft. Wenn man das halt ein bisschen besser abstuft, könnte man nicht unbedingt schneller, aber gleichmäßiger definitiv vorankommen. Davon abgesehen funktioniert es ja bisher sehr gut. Muss jetzt nur einmal gucken, weil eigentlich muss ich ja da runter. Aber wir fahren mal hier nach links. Eieiei, jetzt habe ich mir hier schon wieder einen Weg gemacht, ne? Als ich die Karte erkundet hatte, bin ich hier schon mal lang. Ah, da sind wir da hinten lang gefahren und da habe ich festgestellt, da gibt es halt nichts. Dazu kann ich mich noch grob erinnern und weiß halt, dass es Quatsch wäre, wenn ich da jetzt lang fahre. Aber vielleicht ist es auch Quatsch, jetzt hier einfach runterzufahren. Aber wir werden nie rausfinden, ob es Quatsch ist, wenn wir es nicht machen, ne? Schauen wir mal. Ich habe den 1. Gang reingemacht, also den Niedrig-Minus quasi. Aus dem einfachen Grund, dadurch kann, selbst wenn ich nicht bremsen würde, was ich jetzt gerade allerdings mache, kann der halt nicht super schnell werden. Also zumindest nicht mit den Rädern. Der kann dann zwar rutschen wie Sau, keine Frage. Aber die Räder können halt nicht super schnell drehen. Ich glaube, das Schwierigste ist auch schon geschafft. Den ersten Sturz haben wir schon hinter uns. Das heißt, ich gehe mal in den 2. Also in den mittleren Lastgang. Und dann fahren wir jetzt hier einfach runter. Oh. Ist halt ein Gelände-LKW. So, ich werde mutiger. Lastgang Nummer 3. War auf jeden Fall nicht die Variante, die ich nehmen würde, wenn ich einen Anhänger oder Ladung bei hätte, aber so kann ich leider nur sagen, es hat ja gut funktioniert. Ne? So, ich werde jetzt einmal ganz kurz meine Wegpunkte hier aktualisieren. Wunderbar. Ja, also kann ich offensichtlich empfehlen, den Weg. Ganz easy, ganz wunderbar. Ohne Probleme, ohne drüber nachzudenken. Natürlich nicht, ne? Sollte klar sein. Aber es hat jetzt in meinem speziellen Fall wieder funktioniert. So, mal schauen, was der Hochgang sagt.
haben wir bisher noch nicht benutzt. Verbrauch ist bei den Fahrzeugen typisch, also das ist halt bei Ranger immer ganz angenehm. Der ist halt relativ niedrig, der Verbrauch. Das ist natürlich unrealistisch, dass ein Truck dieser Größe jetzt hier gerade mal nur 8 Liter verbraucht, vor allem im Gelände, vor allem bergauf, vor allem im Hochgang. Aber das ist mir persönlich tatsächlich einer der unwichtigsten Punkte. Auf jeden Fall auf Modkarten oder mit Modfahrzeugen, weil es einfach ja die Schwierigkeit, was den Sprit betrifft, ist halt in dem Sinne keine Schwierigkeit, wie ich finde, sondern es ist manchmal halt einfach nur nervig, wenn man jetzt bedenkt, dass man von A nach B will und dann reicht der Sprit halt nicht, dann holt man einfach einen zweiten LKW, tankt den voll und dann fährt man weiter. Oder man hat sogar noch Möglichkeiten aufzutanken. Und dann ist gut. Also von daher stört mich das persönlich tatsächlich nicht, wenn die Trucks weniger verbrauchen oder halt auch einfach mehr Sprit dabei haben. Was ich halt nicht mag, sind so Modifikationen, wenn die halt, keine Ahnung, 3000 Liter Sprit dabei haben oder so. Oder irgend so ein Pickup 1000 Liter, weil das ist halt wirklich, das ist übers, also in meinen Augen halt übers Ziel hinausgeschossen. Aber ich kann es halt verstehen, weil das halt, naja, wie gesagt, der Punkt ist, der für viele, aber eben auch für mich halt einer der unwichtigeren ist. Wenn ihr alleine überlegt, wie viele Tankanhänger und Fahrzeuge und so überall rumstehen, ist halt die Frage, ob man da dann ranfährt, auftankt oder ob man einfach genug bei hat, beziehungsweise wenig verbraucht, dass man da gar nicht erst halten muss. Davon abgesehen sind die ganzen Verbräuche ja allgemein von allen Fahrzeugen viel zu niedrig, rein theoretisch. Außer von den Scouts vielleicht. Das sind vielleicht noch die, die gerade so hinkommen. Aber selbst die passen nicht mit dem Gelände irgendwie 3 Liter nur oder so. Das ist halt absolut utopisch. Aber darum soll es gar nicht gehen. Sondern erstmal darum, dass wir zum Hafen angekommen sind. Der sich bisher, der Truck hier, echt gut macht. Also ich fahre den jetzt tatsächlich das erste Mal. Ne? Das ist nicht so, dass ich den schon irgendwie ausprobiert hätte. Sondern das sind jetzt meine ersten Meter mit dem. Und der funktioniert, wie gesagt, funktioniert sehr gut. So, jetzt müssen wir einmal schauen. Ich mache mal den Motor aus. Denn jetzt geht es ja darum, also im besten Fall, ich brauche jetzt 4 Slots und für die andere Aufgabe bräuchte ich auch 4 Slots. Also wenn ich jetzt einen Anhänger finden würde, den man anhängt, der 5 Slots hat, das wäre perfekt. Aber ich glaube, sowas habe ich nicht. Der hat 3. Davon habe ich ja noch die Variante, der hat 4. Schauen wir mal weiter, so ein paar Anhänger habe ich ja noch. Er sieht auch ganz cool aus, ne? Der ist, glaube ich, neu. Den kenne ich auf jeden Fall noch nicht. 10.000 Liter Tankvolumen ist tatsächlich nicht unrealistisch. Ja, weil der ja riesig ist. Die anderen Tankanhänger und so, der hier zum Beispiel mit 3.700, das ist halt absolut unterdimensioniert. Aber das will halt das Spiel so, sag ich mal. Ja, ich glaube, ich habe nichts mit 5 Anhängeslots quasi, weil ich kann ja, bringt mir ja nichts, wenn ich jetzt einen Sattel bräuchte. Den habe ich erstens nicht bei und zweitens könnte ich ja dann keine Ladefläche drauf bauen. Was ich mache, ich kaufe einmal den. Das war die falsche Reihenfolge. Weil ich brauche ja quasi, ich brauche ja nur einen einzigen Slot noch dabei. Dementsprechend muss ich jetzt einmal gucken, dass ich einen kleinen, guten Anhänger finde. Oder ich nehme zweimal den. Wenn ich den einmal anhänge und einmal per Winde hinterherziehe,
Dann habe ich ja 9 Slots. Ich brauche nur 8 rein theoretisch. Ich stelle mich gerade wahrscheinlich dämlicher an als notwendig. Aber das ist gar nicht schlimm. Was soll's, ich nehme jetzt, genau, ich nehme jetzt den. Koppel den einmal, nee, direkt ab. Kauf den im Prinzip gleich nochmal. Dann fahren wir hier Roadtrain-mäßig ein bisschen über die Karte. Können wir den Truck gleich einmal ein bisschen auskosten, ausreizen. So, was ich gleich nur gucken muss, wie ich das mit den Wänden hinkriege. Weil ich ja jetzt... Oh, warte mal, nee, ich muss da immer hin. Genau, und dann muss ich hier nach hinten für Zement- und Betonblöcke. Aber das kriegen wir gleich hin alles. Hier steht auch noch ein fetter Tankanhänger. Sprit ist genug da. Das sieht auf jeden Fall ganz cool aus, ne? So Roadtrain-mäßig. Ich würde das echt feiern, wenn man allgemein zweimal oder zwei Anhänger, beziehungsweise vielleicht sogar noch mehr Anhänger aufladen könnte. Stahlträger. Einmal. Nee. Zweimal. So, dann habe ich, das heißt, für die Aufgabe habe ich alles. Jetzt muss ich nur irgendwie da nach hinten kommen. Das haben wir schon mal schön gemacht hier. Ich glaube, wenn ich jetzt hier links abbiege und dann direkt wieder rechts, ist einfacher. Gut. So ein Stahlträger ist halt dann doch irgendwie stärker, ne? Ja, ich muss halt da runter, ne? Das ist halt mit Sicherheit auch eine dumme Idee, da mit beiden Anhängern runterzufahren. Deshalb lasse ich den, wo der Stahlträger jetzt schon drauf liegt, lasse ich den hier oben stehen. Und nehme nur den einen mit runter und wenn ich wiederkomme, nehme ich den Stahlträger dann halt mit. Ganz klare Sache. Der Einfachheit halber stelle ich den Stahlträger schon mal hier so ein bisschen in die Richtung. So gefällt mir das ganz gut. Ja, ich habe ja bei dem die Option, so wie bei dem anderen, bei dem 6x6, die Bordwände abzuklappen. Auf beiden Seiten. Und deshalb hat man so viele Menüoptionen. Wenn man dieses, naja, das Funktionsmenü halt öffnet. Zeige ich gleich nochmal, was ich meine. Das hier alles. Kann man ja alles einzeln runterklappen. Ist halt, wenn man, wie gesagt, mit Gabelstapler spielt. Sehr praktisch, keine Frage, aber sonst eher unnötig wahrscheinlich. So, ich fahre jetzt schon mal hin. Ich gucke natürlich gleich nochmal nach, einfach nur zur Sicherheit, nicht, dass ich hier irgendeinen Quatsch einpacke. Aber es waren zweimal Zement und zweimal Betonblöcke, meiner Meinung nach. Wenden in
17 Zügen oder wie man sagt, ne? So stabil wie ein Fels war das, genau. Ja, wunderbar. Diesmal noch richtig erinnert. So, wir brauchen ganz genau zweimal Betonblöcke. Und zweimal Zement. Oh nein, die guten Holzkisten. Aber weißt du was, geht das? Naja, das macht auch keinen Sinn. Ich habe jetzt gerade überlegt, den Zaun da einfach kaputt zu fahren. Habe dann aber im letzten Moment diese Betonbarriere da noch gesehen und dann kam ich ja auch nicht durch. Beziehungsweise bleibt der Anhänger da wahrscheinlich hängen und dann habe ich auch nichts von. So, dann nehmen wir den Stahlträger natürlich mit. Markieren uns gleich nochmal die Route. Und dann haben wir eine Straßensperre schon mal erledigt. Und dann muss ich einmal komplett außen rum, damit ich die andere Straßensperre wegkriege. Und dann sollte ich mal überlegen, mir nochmal viermal Holz zu holen von der anderen Karte, damit ich die Brücke da fertig kriege. Und dann habe ich ja viel besser die Möglichkeit, rüber auf die andere Seite vom See oder was auch immer das sein soll, zu kommen. So, manchmal ist das ein bisschen schwierig hier mit der Maus irgendwie, aber das ist mein persönliches Problem. Okay, wir müssen natürlich hier hoch. Den Weg hier weiter. Diesmal nicht durchs Depot, sondern hier erstmal hin. Und dann geht es eigentlich nahtlos weiter. Hier wird es schwierig. Eieieiei. Wir fahren erstmal dahin. Das war jetzt nicht absichtlich, die Karte zu schließen, aber da werde ich nicht durchkommen. Das war mit dem Cetros alleine schon schwierig. Und da werde ich dann erstmal schauen. Kann ich die Aufgabe mal annehmen, mir mal angucken zumindest, was ich da brauche. Und dann reagieren wir gleich mal drauf. Es gibt, habe ich gesehen, es gibt einen Mod. Der hat im Prinzip zwei Anhänge. Und man könnte noch einen dritten sozusagen per Winde annehmen, weil der Ersteller von diesem Mod hat den Truck so verändert, dass sozusagen ein Anhänger automatisch drauf ist. Also der Anhänger gehört zum Truck dazu. Das ist quasi Teil des Trucks, sozusagen die Ladefläche. Und da hat man dann die Möglichkeit, eine Sattelplatte drauf zu machen und an die Sattelplatte kann man halt ganz normal, wie man es kennt, einen Anhänger ankoppeln. Und dahinter könnte man ja dann noch einen Anhänger dran machen und den hinterher ziehen. So, jetzt haben wir hier schon die ersten Schwierigkeiten. Aber das ist bei dem Gewicht auch kein Wunder. Und auf jeden Fall ist die Idee an sich super, weil das halt einer der wenigsten Versuche ist, bei dem es tatsächlich funktioniert soweit, mehrere Anhänger anzukoppeln. Aber es ist halt auch nur, naja, ein Trick, ne? Wenn man ja dem Spiel vorgaukelt, dass man zwei Anhänger bei hat. Dabei hat man ja für das Spiel im Prinzip nur einen bei, weil der erste Anhänger ja zum Truck gehört. Das ist blöd erklärt, aber ist halt irgendwie so. Und es wäre halt viel einfacher, wenn die Entwickler das hinkriegen würden, dass man halt zwei Anhänger ankoppeln kann. Ja, dann hat man halt, keine Ahnung, einmal die Option Anhänger am Truck ankoppeln und die andere ist dann Anhänger am Anhänger ankoppeln. Und dann fährt man halt mit einem Roadtrain, wenn man das will. Es muss ja dann auch gar nicht möglich sein, noch einen dritten und den vierten und den fünften anzukoppeln, aber dass man so wie ich jetzt fahre, quasi ohne Winde fahren könnte. Aber wenn man es dann richtig übertreiben will, dann haut man sich halt noch den nächsten Anhänger per Winde dran. Aber das wäre einfach bombastisch und das wäre geil. Und das versuchen halt ganz viele Modder umzusetzen, auf die verschiedensten Arten. Und der eine hat das halt mit der Sattelplatte gemacht und dem Anhänger, dass das direkt ein Fahrzeug ist. Das ist dann halt schwierig in der Werkstatt, ne, weil wenn man den Truck kauft, hat er ja automatisch einen Anhänger dran sozusagen. Das ist manchmal zu lang, hat er geschrieben, oder kann zu Problemen führen. Genauso führt es zu Problemen, wenn man das Gebiet wechselt und so weiter und so fort. Und das ist halt schade halt, ne? Also das ist eine sehr gute Idee.
Und eine der wenigen Umsetzungen, wie das überhaupt funktioniert, aber es funktioniert halt nicht perfekt und nicht sehr gut. Aber es geht halt im Moment auch nicht anders. Aber wer weiß, Saber hat ja jetzt durch die nächste Season, durch die zweite Season halt wieder sehr viel Zeit, um sowas vielleicht mal einzuführen. Das wäre ja toll. So, ich fahre jetzt hier mal ganz rechts, ist auch blöd eigentlich, ne? Ich muss durch den Matsch fahren, damit ich nicht so viel Schräglage kriege. Weil wenn ich hier ganz rechts fahre, dann kippt er mir, glaube ich, nach links weg. Schlimmer wird es mit den Anhängern, weil ich die ja nicht richtig steuern kann. Ist auf jeden Fall ein schöner Kampf hier. So, oh Gott, oh Gott. Das sieht echt gefährlich aus. Nicht kippen. Ich bin mal gespannt, wie der hintere jetzt. Ah, der kippt. Warte mal. Wenn ich den jetzt auf die Beine gestellt kriege. Also auf jeden Fall hat der Truck viel Power. Ne? Das brauche ich jetzt, glaube ich, keinem erklären. Und ich habe nur den. Ach, jetzt ist es rausgefallen. Und ich habe nur den zweitstärksten Motor drin, wollte ich gerade noch sagen. Von daher lässt sich da schon gut was machen. So, wir machen jetzt aber Folgendes. Nee, ist nichts in der Nähe, ne? Ach, das ist dumm, weil das ist nämlich auch Mann, ey. Warum mache ich so einen Scheiß immer, ey? Wirklich. Pass auf, ich hole einen Truck mit Kran, fahre den hier fix hin, lade das auf, stell das hin. Weil ich euch damit aber nicht nerven will, seht ihr das ganz schnell im Schnellvorlauf. Warte mal. Ja, ich muss den erstmal verkaufen, sonst habe ich kein Geld für den Truck. So, bis gleich. Thank you.
absolut nicht perfekt, ne? Und hat auch ewig gedauert. Aber jetzt liegt der Stahlträger erstmal wieder auf dem Anhänger. Das Schwierigste war, den Anhänger aufzustellen. Das habt ihr ja gesehen. Weiß ich nicht, was da los war. Aber gut. Ich weiß auch, dass der Stahlträger jetzt noch nicht verladen ist. Aber ich bringe ihn jetzt erstmal hier runter. Und werde ihn dann drüben anhängen. Beziehungsweise den Anhänger anhängen und dann den Stahlträger verladen. Aber weil ich jetzt hier oben nicht noch rangieren will, weil ich müsste den anderen Anhänger ja erstmal abkoppeln. Und dass mir einfach zu wenig Platz ist, habe ich mir jetzt gedacht, ich mache das so. Ich will jetzt hier auch definitiv nicht zu schnell fahren, weil ich ja sonst das Problem wieder kriege, dass ja der zweite Anhänger, naja, außer Kontrolle gerät. Und da habe ich nicht schon wieder Lust drauf. Die Folge ist jetzt schon wieder lang genug und ich habe eigentlich noch nichts gemacht, ne? Aber ist ja an sich auch nicht schlimm. Geht ja nicht darum, dass ich hier... Halt. Das machen wir nicht. Geht ja nicht darum, dass ich hier schnell vorankomme. Sondern... dass ich vorankomme halt, ne? So. Na, na, na. So, ich glaube, das Schwierige ist jetzt schon mal geschafft. Bergab. Bergab ist, glaube ich, schwieriger als jetzt hier hoch. Das andere war einer von den Ural, ja, aus dem Ural-Paket von RSK. Ich nenne den jetzt einfach RSK, der hat einen ganz komischen, weiß ich nicht, Namen, Code 76 RSK oder so. Und ich habe den Mod halt schon vor Ewigkeiten ja euch schon mal gezeigt, beziehungsweise die Fahrzeuge, habe die ja auch ein bisschen angepasst, weil die mir eigentlich viel zu stark sind, also vor allem was die Räder halt betrifft, so wie bei fast allen. Aber hierfür war der jetzt echt gut. Auch wenn ganz am Anfang habt ihr vielleicht ja irgendwie gesehen, ich da den Berg nicht hochkam, bis ich dann in den mittleren Lastgang gegangen bin. Das war, weiß ich nicht. Aber irgendwann hat es ja geklappt. Der Stahlträger liegt wieder auf dem Anhänger. Das heißt, es war nicht so verkehrt. Aber ich glaube, hier oben ist auch gleich erstmal genug Platz, dass ich kurz erstmal umhänge. Dann kann ich auch den Stahlträger gleich hängen lassen. Denn den brauche ich ja für diese Aufgabe. So, das heißt, einmal abkoppeln bitte. Dadurch wird der hintere ja auch gleich gelöst. Weil der Stahlträger liegt jetzt zwar hinten auf dem Anhänger, was persönlich immer, also weiß nicht, mag ich absolut nicht. Aber es sind ja nur die paar Meter. Da sollte das kein Problem darstellen. So, den anderen nehmen wir natürlich auch gleich noch mit.
Ich wollte nur einmal testen, was passiert. Ob der jetzt dann einfach mit den Rädern komplett durchdreht, also bin ich gerade im Hochgang, ja. Oder ob er einfach nicht genug Kraft hat. In dem Fall war es nicht genug Kraft. Was ich ganz cool gemacht finde, sind diese kleinen Details, wie diese Ösen, die da so ein bisschen hin und her schaukeln. An dem Truck, ne? Das ist bei den anderen beiden Versionen auch. Weil es ja vom Model her genau das gleiche ist. Halt, ne? Das eine ist ein bisschen länger als das andere. Weil die ja an dem Aufbau dran sind, soweit ich weiß. So, es wird gleich ein bisschen oder um einiges angenehmer, weil dann hänge ich die Anhänger noch einmal um, sodass der leere Anhänger hinten dran hängt. Um den brauche ich mich dann halt nicht mehr so richtig kümmern. Und sollte er dann etwas angenehmer durchkommen. Schauen wir mal. So, jetzt geben wir erstmal die beiden Stahlträger ab. Ha, steht wieder wie eine 1. Die Schweißer haben ordentlich Ärger bekommen. Ich denke, nochmal wird der Mast nicht einfach so zusammenbrechen. Jetzt können wir endlich den Windpark mit der Station verbinden und den Strom ins Unterseekabel einspeisen. Sehr gut. So, wie gesagt, jetzt werde ich hier an Ort und Stelle gleich noch einmal umkoppeln sozusagen. Aber vielleicht nicht der beste Platz, zu direkt im Matsch, aber... Guck mal, der Anhänger kommt schon. Sonst hätte ich ihn gerufen, ne? Ist ja süß. Passt das schon? Ne, ich glaube, ich bin zu nah, ne? Tatsache. Aber das kriegen wir ja hin. Was ist denn jetzt? Jetzt hängt er hier fest. Herrlich. Okay, Winde. Irgendwo hängt der drauf. Das würde sonst nicht so komisch sich verhalten, der Onkel hier. Muss einmal gucken hier. Irgendwie muss ich jetzt mit der Front rumkommen und gleichzeitig dabei vorankommen, aber das. So geht das. Und jetzt fährt er auch wieder. Ich würde gerade sagen, aus eigenem Antrieb. Ja, da irgendwas stimmt da nicht. Das hat... Weiß ich nicht. Ah, der hängt da irgendwo fest. Wahrscheinlich ist da irgend so ein blöder Baumstumpf. Gut. Gehen wir mal da ran. Ich muss nur aufpassen, dass das Ding jetzt nicht umkippt. Das wäre... mega schlecht, aber so geht's. So, sag mir immer, was da war. Also ich sehe nichts. Wahrscheinlich so eine super geile Wurzel, die keiner braucht. So, meine Gewichtsverteilung auf dem Truck ist jetzt auch perfekt. Ja, alles schön hinten. Ist natürlich genauso, wie man es nicht will. Ja, wenn man jetzt ja vorne wesentlich weniger Gewicht hat, dementsprechend kommt die vorne und dann kommen die vorderen Achsen so ein bisschen hoch. Ist halt beim Lenken ganz, ganz schlecht. Aber vielleicht haben wir jetzt auch nur den Ausgleich geschaffen zur Fahrerkabine und so weiter. Es ist ja ein gepanzerter Truck, ja, dementsprechend ist die Fahrerkabine auch schwer. Also vielleicht doch nicht so schlecht, mal schauen. Jetzt müssen wir in Anführungsstrichen nur noch einmal schnell um den ganzen See hier drumherum. Und dann habe ich wenigstens zwei Straßensperren geschafft in der Folge. Eigentlich war mein Ziel mehr zu schaffen, aber da stand ich mir selber im Weg, wenn man so will. Ich
hoffe jetzt, dass ich problemlos durchkomme. Wahrscheinlich ab jetzt schon nicht mehr, weil ich es schon wieder erwähnt habe. Aber ich krieg's halt auch irgendwie nicht auf die Kette, das einfach nicht mehr zu sagen. Dann kennt man ja halt, ne? Geht alles gut, bis man gesagt hat, na, hat doch super geklappt. Wie gesagt, der letzte Anhänger ist völlig egal. Wenn der jetzt komplett durchdreht, dann entweder schleife ich den mit, solange es geht, und wenn nicht, dann halt nicht. Wichtig ist nur, dass der Fracht nichts mehr passiert. Ja, was ich ganz cool finde, ist vorne die Abschleppschere. Die sieht halt ganz geil aus, weil das halt tatsächlich, naja, ein Originalding ist, wie bei Militärtrucks halt. Was ich halt schade finde, dass man die nicht nutzen kann. Ne? Das wäre halt mega gut. Weil bei einer Abschleppschere ist das halt, wenn du einen LKW abschleppst mit so einer Abschleppschere, dann braucht der hintere Truck nicht mehr lenken, weil der durch diese Schere sozusagen gelenkt wird. Es sollte nur einer sitzen, der im Ernstfall mitlenken kann, beziehungsweise auf die Bremse halt steigt, sofern sie denn halt noch zur Verfügung steht, also es nicht funktionsfähig ist oder überhaupt Luftdruck noch da ist, um da ein bisschen zu bremsen. Ja, davon abgesehen, der Truck, der ist, der zieht sich hier durch, ne? Wie gesagt, der hat ja noch eine stärkere Motorvariante. Dementsprechend hat man dann noch weniger Probleme. Ich glaube, der Hochgang bringt hier nichts. Da drehen nur die Räder durch. Die Räder sind stark, ja, keine Frage. Aber es ist noch genau so, dass ich sage, es ist quasi auf dem Grat zu stark. Aber es ist noch vollkommen okay. Aber das macht die Mods von Ranger eigentlich aus, dass sie halt alle stark sind, keine Frage halt. Ne? Aber man hat halt Optionen, wenn man das ein bisschen schwieriger haben will, dass man halt ja, zum Beispiel schwächere Motoren nehmen kann. Und die Räder sind halt nicht so übertrieben OP, dass man da halt problemlos überall langkommt. Das finde ich immer sehr angenehm an seinen Mods. So, der Anhänger macht jetzt genau das, was ich erwartet hatte. Und jetzt haben wir hier gleich das Problem. Den lassen wir jetzt hier auch liegen. Ich will jetzt einmal versuchen, ich denke nicht, dass ich rumkommen werde, aber ich will es einmal versuchen. Und gleichzeitig nehme ich einmal die Mission an, was ich glaube ich noch nicht habe. Zugang zum Standort. Ja doch, die hatte ich schon mal angenommen, aber aus welchen Gründen auch immer war die dann wieder weg. Jetzt ist nämlich das erste Mal hier lang. Ich glaube, das wird nichts. Oder vielleicht mit Gewalt. Mal sehen. Ich meine, ich bin ja schon mal rum. Nur hier mal ein bisschen. Ach komm. Wäre doch gelacht. So, dann kriege ich die Mission ja auch noch fertig. Das ist ja ganz gut. Den Auftrag. Markieren wir mal schnell den Weg. Also, der ist nicht schwer. Aber ich möchte halt auch nicht, dass ich da jetzt noch irgendwie einen falschen Abzweig nehmen, also dann kann ich die auch gleich mal annehmen. Ne? So, und dann muss ich mir überlegen, wie ich dann die Brücke repariere und den Strommast einmal aufhebe. Und dann ist der Großteil der Schwierigkeiten ja schon beseitigt, sag ich mal. Dann wird es ja für die anderen oder für die Aufträge halt auch einfacher.
Es hätte halt auch keinen Sinn gemacht, wenn ich den anderen Anhänger jetzt die ganze Zeit noch beigehabt hätte, davon mal abgesehen. Oha. Mach keinen Mist, Alter. Ich muss nach links. Oh Gott, ey. So, mal ganz kurz hier durchatmen. Es hätte... mein Gott. Dabei, da war doch gar nichts, ne? Wahnsinn. Es hätte halt keinen Sinn gemacht, wenn ich die ganze Zeit den Anhänger mitgehabt hätte. Weil ich den ja dann eh nicht hätte irgendwo verkaufen können. Der Anhängershop ist ganz oben links oder im Hafen. Und ich fahre ja jetzt in Anführungsstrichen nach unten rechts. Naja, was soll ich da mit dem Anhänger? Mit einem weiteren Anhänger. Ich muss sowieso zusehen, dass ich mal ein paar Fahrzeuge von der Karte kriege. Weil hier stehen überall welche rum. Und das gefällt mir nicht. Das ist mir viel zu unordentlich. So, warte mal, ich fahre jetzt nicht auf den Weg hoch. Weil der Anhänger dann eh so mitgeschliffen werden würde. Und dann kippt er mir wahrscheinlich um. Also bleibe ich jetzt erstmal hier unten. Fahre dann da vorne hoch, bis er wieder flacher wird. Warum kippt er jetzt? Ich drehe... Oh. Herzinfarkt, ey. Klingt vielleicht nicht so, aber ist wirklich so. Mann. Ja, kannst halt auch nichts machen. Wenn du einfach stehen bleibst, dann bist du ja in der Gefahr, dass er an der Position, wo er anfängt zu kippen, dass er da einfach bleibt. Also der Winkel groß genug ist, dass er kippen kann und dann kippt er halt wirklich um. Wenn du halt einfach geradeaus weiterfährst, dann hilfst du vielleicht auch nicht. Also musst du eigentlich in die Richtung fahren, in die der Anhänger, oder also in dem Fall der Anhänger, einfach anfängt zu kippen. Damit du dem die Chance nimmst, um zu kippen. Ja, dass halt die Deichsel wieder richtig gerade gezogen wird und dann steht er wieder. Aber manchmal ist das halt einfacher gesagt als getan. Ist ja grundsätzlich beim Offroaden so, ne? Dass du immer in die Richtung fahren musst, in die kippst. Aber ganz oft macht man das nicht. Aber es weiß ich nicht, weil man es halt nicht trainiert ist. Ja, und aus Instinkt will man ja nicht dahin fahren, wo man hinkippt, sondern man will ja weg davon. Man will ja gerade kommen. Und das ist halt genau das, was man dann, was es schlechter, schlimmer macht. Jetzt hier ein bisschen weniger Gas, dann kommen wir hier besser durch. Und dann sind wir gleich da. Diese Lieferung hier, ne? Liegt wahrscheinlich einzig und allein daran, weil ich mich nicht eingespielt habe. So. Jetzt gehen wir das erstmal alles ab hier. Stabil wie ein Fels. Leicht war es nicht, aber jetzt ist die Straße wieder frei. Du hast absolut recht. Machen wir den Motor erstmal aus. Na, jetzt sind ja im Prinzip noch genau die beiden Sachen hier. Die Brücke und dieser umgestürzte Mast, der da noch im Weg liegen. Ärger am Heliport war es. Zweimal Ersatzteile von hier unten und zweimal Stahlträger. Macht sich am einfachsten, wenn ich die Brücke erstmal repariere, weil dann kann ich hier drüber fahren, ne? Ersatzteile gibt es auch da oben am Depot, okay. Wo kriege ich denn die Stahlträger her? Gibt es ja nicht mehr so viel. Beim Hafen gibt es noch einen. Ich glaube, hier lag noch einer drauf, ne? Ja. Und dann da nicht mehr. Hier unten, glaube ich, noch, ne? Nee.
Naja, noch habe ich auf jeden Fall. Ich habe ja hier, wie gesagt, noch die beiden Stahlträger. Da muss ich noch mit dem Kran ran, dann zum Umladen. Das mache ich nicht mehr jetzt, ne? Ich gucke jetzt nur noch einmal. Aber ich denke mal, das hier, das sollte die nächste Aufgabe sein, die beiden Sachen zu reparieren. Sonst bringt das ja alles nichts. So, er ist schon am Ratzen. Ja, was soll ich sagen? Hat er sich verdient. Ich freue mich, dass ihr dabei wart, ne? Dass ihr euch das hier mit mir zusammen angetan habt. War nicht immer ganz angenehm, ne? Also vor allem jetzt die letzten Meter mit dem ständigen fast umkippen. Aber wir haben es trotzdem geschafft. Und wenn ihr Ideen und Anregungen habt, haut sie in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Noch viel mehr freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Haut rein.